In diesem Video geht es um die sogenannte Grenzverteilung und die sogenannte Grenzmatrix. Dazu schauen wir uns folgendes Beispiel an. Es geht um einen Leihfahrradservice. Dort gibt es 600 Fahrräder und drei Hotspots. Und zwar einen am Hauptbahnhof, einen im Stadtpark und einen am Marktplatz. Die Fahrräder werden nicht immer dort abgestellt, wo sie ausgeliehen wurden. Und die Übergänge finden folgend statt. Mithilfe dieser Matrix können sie dargestellt werden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 kommt ein am Hauptbahnhof ausgeliehenes Fahrrad am Hauptbahnhof wieder an und so weiter. Und alle Übergänge sehen wir in U. So, einmal schauen, ob die Spaltensumme 1 ergibt. Das ist der Fall. Also es ist ein stochastischer Prozess. Keine Fahrräder gehen verloren und es kommen auch keine dazu. Und wir starten mit folgender Verteilung am Tag 0. Gibt es an jedem Hotspot 200 Fahrräder. So, dann gucken wir uns den ersten Tag an. Die Verteilung Z1 ist nichts anderes als die Übergangsmatrix mal die Startverteilung. Wenn man das ausmultipliziert, gibt es 140 Fahrräder am Hauptbahnhof, 180 Fahrräder im Stadtpark und 280 Fahrräder am Marktplatz. Am zweiten Tag müssen wir den Übergang zweimal stattfinden lassen. Wir multiplizieren also die Matrix U mit sich selbst. Das kann man kürzer schreiben als U Quadrat mal die Startverteilung. Wenn man diese Rechnung durchführt, gibt es 148 Fahrräder am Hauptbahnhof, 156 im Stadtpark und 296 am Marktplatz. Jetzt machen wir einen größeren Sprung und gucken uns den 50. Tag an. Wir müssen also die Matrix O 50 mal mit sich selbst multiplizieren und dann die Matrix O hoch 50 mal den Startzustand multiplizieren und wir bekommen 150 Fahrräder am Hauptbahnhof, 150 Fahrräder im Stadtpark und 300 Fahrräder am Marktplatz. Und jetzt passiert was Interessantes, denn wenn wir uns jetzt den 51. Tag angucken, haben wir U hoch 51 mal Anfangszustand und es gibt dann 150 Fahrräder am Hauptbahnhof, 150 Fahrräder im Stadtpark und 300 Fahrräder am Marktplatz. Das bedeutet, dass am 50. Tag und am 51. Tag die Verteilung gleich ist und ab da wird es sich
nichts mehr verändern. Diese Verteilung bleibt stabil. Was wir noch nicht nachgeschaut haben, wir wissen nicht, ab wann es stattfinden, ist aber für die Fragestellung auch gerade irrelevant. Was interessant ist, wir haben eine Grenzverteilung erreicht, die wir auch nicht mehr verlassen werden. In diesem Zusammenhang würden wir die Matrix U hoch 50 eine Grenzmatrix nennen. U hoch 50 ergibt in unserem Beispiel folgende Matrix mit den Einträgen 1 Viertel, 1 Viertel, 1 halb, 1 Viertel, 1 Viertel, 1 halb, 1 Viertel, 1 Viertel und 1 halb. Wenn man U hoch 51 rechnet, bekommt man die gleiche Matrix, deshalb ist auch die hier auch die Grenzmatrix. Die Verteilung, die wir erreicht haben, die sich auch nicht mehr verändern wird, ist die sogenannte Grenzverteilung. Eine weitere interessante Eigenschaft ist, wenn wir den Zustand am 50. Tag nehmen und diesen mit der Matrix ummultiplizieren, verändert sich die Verteilung nicht. Das bedeutet, dass wenn wir eine Grenzverteilung haben und diese mit der Übergangsmatrix multiplizieren, hat die Matrix an sich gar keine Auswirkung. Das führt uns zu folgender Definition. Wir haben eine Matrix, die eine stochastische Matrix ist. Und wir haben eine Startverteilung. Und irgendwann, wenn wir die Matrix immer wieder anwenden, also wenn unser Prozess immer weiter fortschreitet, erreichen wir eine Grenze, dass kann man mit Hilfe des Limes hinschreiben. Also wir lassen die Schritte gegen unendlich laufen, potenzieren die Matrix U mit dem Exponenten n, also multiplizieren U immer wieder mit sich selbst und dann erreichen wir eine Grenzmatrix. Und das gleiche gilt für die Zustände, wenn wir die Zeit unendlich lang laufen lassen, erreichen wir irgendwann eine Grenzverteilung und die Rechnung wird dann aussehen U hoch n mal z0. Es ist nichts anderes als die Matrix G mal z0 gleich ein Vektor G, der eine Grenzverteilung wäre, dann heißen die Matrix G eine Grenzmatrix und jetzt kommt was Wichtiges zu U und zu dem Anfangszustand und die Verteilung G nennt man eine Grenzverteilung. Und auch diese ist abhängig von der Übergangsmatrix U und der Startverteilung Z0. An dieser Stelle würde ich gerne noch eine kleine Bemerkung machen. Es gilt nämlich Folgendes.
wenn man die Übergangsmatrix mit der Grenzverteilung oder mit einer Grenzverteilung multipliziert, bekommt man eine Grenzverteilung. Zu der Grenzverteilung und zu der Grenzmatrix möchte ich zwei Bemerkungen machen. Und zwar, es gibt Grenzverteilungen, obwohl keine Grenzmatrix mehr existiert. Das heißt, aus der Existenz einer Grenzverteilung folgt nicht die Existenz einer Grenzmatrix. Das klingt auf den ersten Blick sehr unintuitiv, aber wir können das an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar machen wir einen Übergang, wo zwischen den Zuständen hin und her gewechselt wird. Das heißt, aus dem ersten Zustand bleibt nichts in dem Zustand, sondern alles geht in den zweiten Zustand über. Und aus dem zweiten Zustand bleibt nichts im Zustand 2, sondern alles geht in den ersten Zustand über. Dann passiert nach zwei Schritten Folgendes. Wir multiplizieren die Übergangsmatrix mit sich selbst und erhalten die Matrix 1, 0, 0, 1. Bedeutet, alle Zustände, alles, was in dem ersten Zustand war, ist in den zweiten Zustand gegangen, danach von den zweiten wieder in den ersten. Das heißt, die nach zwei Schritten ist alles wieder im Zustand 1 bzw. wieder im Zustand 2. U hoch 3 ergibt wieder folgende Matrix 0, 1, 1, 0. Das heißt, dass wir nach drei Schritten wieder im Ausgangspunkt sind. Das heißt, dass wir zwischen den beiden Matrizen hin und her wechseln und keine Grenzmatrix sich bilden kann. Für diesen Übergang gibt es aber wohl eine Grenzverteilung, denn wenn wir 1 in Zustand 1 und 1 in Zustand 2 haben, tauschen die 1 und die 1 nach einem Schritt ihre Plätze. Die Zustandsverteilung sieht aber immer noch so aus, also 1,1 geht in 1,1 über und das wird auch so bleiben. Das bedeutet, dass Z0 bereits eine Grenzverteilung ist. Ja, wir haben also eine existierende Grenzverteilung, obwohl keine Grenzmatrix existiert. So, in der zweiten Bemerkung möchte ich noch die Abhängigkeit der Grenzverteilung von der Startverteilung verdeutlichen. Und dazu nehmen wir ein Beispiel. Diesmal eine noch langweiligere Übergangsmatrix mit den Einträgen 1, 0, 0, 1. Das bedeutet, Zustand 1 bleibt in Zustand 1 und alles, was im Zustand 2 war, wird auch in Zustand 2 bleiben. Sollten wir mit dem Zustand 1, 0, mit dem Zustandsvektor 1, 0 starten, haben wir nach einem Schritt immer noch denselben Zustandsvektor, den wir auch nicht mehr verlassen werden. Das bedeutet, starten wir mit 1, 0, ist 1, 0 auch die Grenzverteilung. Sollten wir aber mit einem anderen Zustand starten, machen wir ein Z0 in Blau mit folgenden Einträgen. Bleiben wir auch mit dieser Übergangsmatrix immer in diesem Zustand. Das bedeutet abhängig davon,
mit welchem Staatszustand wir starten, ändert sich unsere Grenzverteilung.